Nochmal ein Bonito, ja, nicht so cool. Ich dachte, wir bekommen was Gescheites. Es geht wieder los mit der Pimmelbahn. Go Vacation auf der Switch! Kurz an den Part von Switch Go Vacation. Heute wollen wir wieder mal angeln. Mari 2, willkommen. Schau mal, sieht dein Fortschritt beim Orientierung aus. Den haben wir schon abgeschlossen. Wundervoll, alle Orientierungen sind abgeschlossen. Komm morgen wieder, dann gibt's neues Entdecken. Ja, mal schauen, ob ich morgen. Ich glaube, morgen nehme ich nicht auf. So, wir fahren jetzt zum Angeln. Und zwar zum zweiten Angeln, welches wir eben noch nicht gemacht haben. Das ist nämlich da hinten. Vielleicht gibt es da hinten auch mal wieder eine Herausforderung, wer weiß. Falls wir eine Herausforderung finden auf dem Weg, würden wir die auf jeden Fall auch machen. So, dann fahren wir mal zum Angeln. Hey. Zum, ich bin eine Biene. Also, Fische sollten ja ein total kurzes Gedächtnis haben, klar, oder? Aber wenn das so wäre, dann also könnte ich ein Fisch sein zum Beispiel, oder? Niemals pünktlich Hausaufgaben abgeben, oder? Also, ja, fast vergessen. Schau mal, das Boot da, steig einfach auf, mach eine Angeltour, klingt lustig, was? Oder? Ja, also, was man wohl von einem Boot aus als fangen kann. Versuch doch mal, das für mich herauszufinden. Das wäre toll. Und dann berichte mir, was ihr auf Fische gestoßen bist, ja? Es soll ja ein paar besonders schöne Exemplare geben. Wie wir schauen, was ist das denn? Entschuldigung, es dürfen nur Angler mitfahren. Wir bleiben hier, Mari 2 und Husten. Hä? Warum ist Mari kein Angler, Mari 2? Weil er keine so coole Angler-Cap hat wie ich, oder? I don't know. Dann schauen wir mal, was wir jetzt angeln. Und ob es da großartig andere Sachen gibt. Ich muss leider nochmal, also nicht leider, ich muss nochmal die Steuerung abchecken. Und zwar Grundsteuerung komplett. Angeln auswerfen. An Land ziehen. A. Seitlich ziehen. Springen das Wasser. Okay. Okay. Bekomme ich hin. Schauen wir mal, was wir, dass wir es schaffen. Ich weiß nicht, wie viele Angelpunkte es gibt. Im Seeresort, da muss ich mal schauen. Aber es gibt ja so, wie ich weiß, gibt's ja nur, kann man hier nur angeln im Seeresort und im Bergresort, oder? Ups, das habe ich schon ausgeworfen. Egal. Das sieht echt cool aus mit dem Sonnenuntergang und so weiter. Das ist echt easy. Das ist halt echt viel schwerer mit der Bewegungssteuerung. Okay, was haben wir hier? Einen echten Bonito. Hat sich immer wieder was zu essen. Man sieht die Fische halt kaum. Aber da glitzert's. Rolli, Glitzer, Glitzer. Schauen wir mal, was da jetzt rauskommt. Unten ist einer, den sehe ich. Okay. Und so, nach links. Und unten. Und jetzt haben wir ihn. Noch, nee, noch mal ein Event. Unten. Und jetzt haben wir noch einen von denen, oder? Bonitos. Noch mal ein Bonito, ja, nicht so cool. Ich dachte, wir bekommen was Gescheites. Mal schauen, was hier so auf uns wartet. Der Kleine unten sieht cool aus, aber jetzt bekommen wir den Großen. Oder? Ne, den Kleinen bekommen wir, sehr gut. Ich glaube, der Große war wieder ein Bonito. Aber der ist schon ein bisschen härter und hartnäckiger. Also einmal. Okay, der ist echt schon sehr hartnäckig. Einmal links. Okay, der ist hart. Aber wir sollten ihn bekommen. Auch wenn es ein bisschen dauert. Geduld ist wichtig beim Angeln hier.
Ist doch quasi schon da. Wow, ist das ein Mondfisch? Ein Mondfisch oder? Mondfisch, oder? Gotteslachs, Not bad. Okay. Punkte habe ich schon genug. Dann holen wir uns den vielleicht noch. Der wäre cool, wenn wir den noch schaffen würden. Komm bei schneller an. Schneller. Danke, okay. Nach links. Nach links, so. Nach rechts. Und weiter geht's. Oh nein, Zeit ist gleich aus. Ah, wir haben noch ein. Nochmal so ein Schwertfisch. Den hatten wir doch auch schon. Mensch, nee, Schwertfisch hatten wir noch nicht. Das war ein anderer letztes Mal. Cool, ja gut, jetzt haben wir keine Zeit mehr, deswegen lassen wir es einfach mal. Und drehen jetzt ein bisschen auf der Stelle. Wie wir gegen die unsichtbare Gewand geworfen haben, das sah so blöd aus. Wow, okay. Haben wir gut geangelt. Okay. Das letzte Mal haben wir den Fächerfisch. Okay, das war ein anderer als der Schwertfisch. Okay. Da haben wir jetzt ganz schön coole Fische geangelt, auf jeden Fall. Angelplatz offenes Wasser. Gut, dann wie wäre es jetzt mal nochmal zu schauen, wie das mit der Karte aussieht. Vielleicht hat es auch was mit den Tageszeiten zu tun, also dass es nachts andere Fische gibt als tagsüber. Schauen wir mal kurz hier hin. Hinweis, Felsen. Ich war offenes Wasser gerade. Es gibt Höhle, gibt es auch noch, okay. Wir hatten jetzt offenes Wasser. Gibt es noch zwei. Auf was gibt es noch zwei? Okay, die ich noch nicht hatte. Ich probiere es auf jeden Fall noch einmal. Vielleicht bekommen wir die beiden, ja. Mal schauen. Und vielleicht, ja, können wir hier offenes Wasser abschließen. Mal gucken. Aber es ist ja ein bisschen Glückssache, dass wir die richtigen Fische angeln. So. Wo sind denn Fische? Da hinten sind ganz, ganz viele Fische. Schauen wir mal. Beiß einer an. Da unten ist einer. Komm, beiß an. Komm schon. Ich spür's schon vibrieren. Komm, beiß doch mal an. Danke. Okay, das ist ein winziger Fisch. Aber vielleicht einen, den er noch nicht hatte. Ich weiß nicht, ob es Fische. Es gibt natürlich Fische, die gibt's überall. Aber. Die Fische, wo es steht Felsen, jetzt glaube ich nur bei Felsen und die beim offenen Wasser stehen jetzt glaube ich nur im offenen. Oh, den hatten wir nicht. Eine Haarschwanz. Okay, ein schöner Name. Dann gehen wir dahin. Da ist ein Fisch. Was ist das für einer? Jetzt sieht es ein bisschen größer aus. Aber wieder so ein Burrito. Nee, wie ist denn der? Bonito. Okay. Da hinten ist wieder einer. Das könnte wieder ein Bonito sein. Naja, schauen wir mal. Wie einfach rechts unten steht, was ich tun soll. Ja, ach echt. Ich weiß, was ich drücken muss. Dankeschön. Und gleich haben wir ihn. Schon wieder Bonito, ich wusste es. Ihr könnt mich Bonito-Kenner nennen. So, den hinten, den möchte ich noch haben.
glaube, den habe ich nicht ansatzweise getroffen, kann es sein. Muss ich jetzt wieder einholen? Das ist doch ein Witz jetzt hier, oder? Kann ich abbrechen mit irgendwas? Da hinten. Glitzert's. Und da ist auch einer, sehr schön. Sieht wieder klein, hast du wahrscheinlich einen Haarschwanz oder so. Oh, aber es kommt dieses Mal ein Event. Aber ich merke gerade, wenn dieses nicht angezeigt wird, gerade dieses mit dem, wie dick die Schnur noch ist, also dass sie bald reißt und so weiter, dann kann man doch eigentlich so spammen, wie man möchte. Weil dann die gar nicht reißen kann, oder? In dieser kurzen Sekunde. Komm nochmal ein Event. Ne, kommt keins mehr. Ist wie ein Haarschwanz? Nee, den kenne ich nicht. Ein Wahoo! Wahoo zu einem neuen Video. ich würde sagen, wir angeln nicht mehr. Ich habe keine Lust, dass ich jetzt einen Fisch mittendrin habe und den nicht mehr bekomme. So blöd, diese Wand da. Aber okay. Hätten sie wie auch Fisch außerhalb. Aber gut, wir haben jetzt noch ein paar Fische bekommen. Was ziemlich cool ist. Neu. Ich würde sagen, wir gehen jetzt noch einmal ins Menü und schauen uns mal an, welche Fische uns, welche überhaupt noch exklusive da wären. Im offenen Gewässer. So, Fische. Okay. Noch zwei Fische. Wahoo. Gibt's echt nur im Felsen. Gut, dass wir den jetzt gerade geangelt haben. Im offenen. Also irgendwie ist doch diese Bezeichnung da völlig falsch, oder? Der echte Burrito wäre auch bei den Felsen. Den Gotteslachs hatten wir jetzt geangelt und. Also irgendwie ist es komisch. I don't know. Ja gut, das Angeln ist irgendwie noch nicht ganz ausgereift, I don't know. Fange alle Fische. Ja gut, dann würde ich sagen, war es mit der Folge und ich werde jetzt auch die Session beenden. Es sind nur 3 Folgen, aber ich fühle mich heute tatsächlich nicht 100% gut. Für GoVacation, keine Ahnung. Und vor allem weiß ich nicht genau, was ich aufnehmen soll in GoVacation. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ich jetzt lieber... Haha. Okay, erstmal rede ich sie, dann rede ich mit euch. Oh, wie war es bei anderen? Viele angebissen, aber wenigstens einer. Aber ein großer Los erzählt mir alles. Madi, irre gemacht. Das war ein neuer Rekord und zwar... ach, schwer vergessen. Okay, nee, ob ich jetzt... Als nächstes, was ich als nächstes machen soll, ob ich eine Party durch das Resort fahren soll und diese Rekorde hier machen soll, diese hier. Also die verschiedenen hintereinander eben, die durchmachen soll. Ob ich diese Challenges machen soll, diese Duelle. Oder ob ich was ganz anderes machen soll, ob ich die Schule machen soll. Ob ich, keine Ahnung. Ich könnte auch noch diese Freunden helfen, Sachen machen. Das könnte ich zum Beispiel machen. Und da, ob ich das als Tutorial machen soll oder als normale Videos. Weil viele Tutorial-mäßig zu zeigen gibt es ja eigentlich nicht mehr in GoVacation. Da haben wir ja quasi schon alles. Und ja, genau, da war es mit der Folge, würde ich sagen. Und. Ja, kann man eigentlich mit dem. Auf einem Boot stellen. Was macht mein Mii eigentlich gerade? Ich möchte gern mal auf dem Boot stehen. Ich muss früher springen. Es geht theoretisch. Na, das ist ja hinten, ist vielleicht besser. Wow, wir fallen da zwischen rein. Ich glaube, ich sollte es mir mal lassen, oder? Also, ich möchte es aber gerne probieren. Oder machen wir es eben so.
Wieso drehe ich mich erst so komisch um? So. So, jetzt chill ich hier auf meiner Yacht. Und so, das war's schon. Ciao, euer Zickerfried. Bis zum nächsten Mal für Go Vacation. Ciao.